Jeden Tag kommen sie zum Grab ihrer Brüder, um ihnen noch einmal nahe zu sein. Auch 2 Monate nach deren grausamen Tod. Irina und Mykola Kulischenko können noch immer nicht fassen, was geschehen ist. Ich spüre diese tiefe Wunde in meiner Seele. Ich kann sie mit Worten nicht fassen. Ich vermisse sie. Ich vermisse sie so sehr. Ich möchte die ganze Menschheit aufrütteln. Auch die Ukrainer, die sagen, das seien alles Märchen. Wir würden uns das ausdenken. Sehen Sie sich dieses Märchen an. Mutmaßliche russische Kriegsverbrechen in einem idyllischen Dorf im Norden der Ukraine. Ende Februar überfielen russische Einheiten Dovtschik, verbreiteten unter den 300 Anwohnern Angst und Schrecken. Am Anfang haben sie auf Menschen geschossen. Wenn sie Menschen sahen, schossen sie. Die Leute haben sich versteckt. Als die Russen dann ihre Straßensperren errichtet haben, sollten alle rote Armbinden tragen. Mykola Kulischenko lebte mit seinen beiden Brüdern zurückgezogen im gemeinsamen Haus. Alltag unter der Besatzungsmacht. Über Wochen blieben sie unbehelligt. Ich habe Dima die Haare geschnitten. Jenja hat sich angezogen. Plötzlich sah ich im Wohnzimmer aus dem Fenster, dass Soldaten mit einem Militärfahrzeug in den Garten gefahren sind. Sie durchwühlten alle Schränke, fanden die Militäruniform von Jenja und militärische Orden des Großvaters. Das reichte, um sie abzuführen, an einen unbekannten Ort zu bringen, sie brutal zu verprügeln, wie er erzählt. Es war ein einziger Albtraum. Ich werde den Moment nie vergessen, wie sie in unser Grundstück eingebrochen sind. Nach Tagen von Gefangenschaft und Folter wurden die 3 Brüder zu einem abgelegenen Waldstück gebracht, gefesselt mit verbundenen Augen. Mykola führt uns zu dem Ort des Schreckens. Den Weg dorthin hat er sich genau gemerkt. In der Grube liegen noch die Schuhe seines Bruders. Sie haben uns vor die Grube gesetzt. Hier habe ich gekniet, dort war mein einer Bruder, hier der andere. Jenja, der Jüngste, wurde zuerst erschossen. Sie haben noch darüber gelacht, dass der Jüngste zuerst tot war. Mykola streifte die Kugel nur an der Wange. Er fiel in die Grube, stellte sich tot. Sein 2. Bruder stürzte nach einem Kopfschuss auf ihn. Die Soldaten, so seine Erinnerung, schütteten Erde auf sie. Mykola konnte sich mit letzter Kraft befreien. Ich weiß nicht, warum ich überlebt habe. Man kann es nicht Glück nennen, vielleicht Zufall? Im nächsten Dorf haben ihn Anwohner versorgt. Nach dem Abzug der russischen Streitkräfte schaltete er die Polizei ein, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Mykola will jetzt nur noch eines, die Täter zur Rechenschaft ziehen. Das ist er seinen Brüdern schuldig.